Herzlich willkommen wieder zu Dark Souls 2. So Leute, wir haben hier irgendwo aufgehört und haben seitdem, beziehungsweise ich habe seitdem auch noch nicht mal mit meinem anderen Charakter, den ich nach und nach mitspiele, weitergespielt. Einfach aus dem Grund, weil es war schon ganz lustig bis jetzt Blinds zu spielen. Und ich bin genau hier und habe seitdem auch nicht weitergespielt. Und deswegen juckt es mich jetzt desto mehr, einfach mal weiterzukommen. So, hier ist eine Tür. Mal gucken, was uns hinter dieser Tür erwartet. Bis jetzt nur so ein Typ. Okay. Den nehmen wir mal schnell auseinander. Zack, zack. Kein Problem für uns. So, hier ist ein Item. Menschenbild. Das ist nett. Und sind wir gerade in einer menschlichen Form? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube ja. Ich höre da jemand. Ich will noch keine zwei auf einmal von denen getroffen haben. Wow. Also zaubern können die Mistviecher auch. Dann sollten wir mal schnell das Zaubern unterbinden. Beziehungsweise deren Leben direkt unterbinden. Und hier geht's auf dem Dach. Hier können wir wahrscheinlich Dach zu Dach überspringen. Aber nee, da wollen wir noch nicht gucken. Außerdem wurde hier was gedroppt. Große Machete. Gucken wir uns noch nicht an. Warum? Keine Ahnung. Übrigens, ich habe momentan eine heftige allergische Reaktion auf Umwelt und Co. Und bin dementsprechend mir mein Leben am rausschnüpfeln. Und ja. Dennoch tue ich mal mein Bestes, so wenig meine Nase zu putzen, wie halt möglich. Aber wenn ich halt muss, dann verzeiht mir. Wow. What the fuck? Was ist denn das für ein Schwergewicht? Schwergewicht stirbt. Schnell. Boah, der hat uns die ganze Ausdauer entzogen, indem wir... leicht erschrocken getan, wir haben. Okay. Machen wir lieber wieder zu, bevor jemand sieht, dass wir hier das geöffnet haben. Und gehen rasant weiter. Oh Gott, ich spüre ganz viele Schwergewichte. Aber die gehen ja One-Hit. What the fuck? Druckwelle hoch 10. Ach du Kacke, wie soll man so einen Feind bekämpfen? So. Bezwungen, wir haben sie. Köderschädel. Die kennen wir ja schon aus Dark Souls 1. Ich weiß gar nicht, ob ich die im Let's Play überhaupt benutzt habe. Aber hier gibt es so viele Wege, Möglichkeiten, die wir gehen könnten. Schönes Rascheln. Da oben. Boah. Das war random. Sehr random. Und das war Glück. Okay. Killen wir das Vieh hier erst. Ah, nein! Ah, das war knapp. Das war in meinem Erachtens ziemlich knapp. Ich hatte zuerst die Droppen irgendwie Schlüssel oder so. So stirb, so stirb, 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 stirb so schnell wie möglich. Oh Gott, wie viele sind denn hier vor? Da. Wir sollten die Gelegenheit nutzen und sie zerschlagen, solange die noch sitzen. Und da ist eine Nebelwand. Aber wir wollen ja erst noch alles betrachten. Aber öffnen können wir das hier ja schon mal. Und gucken, was ist hier. Der macht mir nach. Okay, erstmal gucken. Skeptiker Gewürz. Sowas kennen wir doch. Hui. Haben wir einen Shortcut geöffnet? Ich will das haben, ich will das haben.
Wo sind wir denn hier? So, erstmal draufhauen. Einfach, um zu gucken, ob die Kiste uns nicht frisst. Tut sie nicht, deswegen öffnen wir sie mal. Bis jetzt hat sie uns nicht gefressen. Was können wir alle mit diesem Crouch? So, dann können wir eigentlich wieder nach oben. Nichts Besonderes hier war. Leider, leider. Ich dachte, wir hätten jetzt einen Shortcut geöffnet. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier ziemlich viele Bosse sind. Und ich habe halt keinen Bock. Wartet. Könnte da lang warten? Nee. Nee. Ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Das sieht mir zu sehr wie... Haha, schaut mich an. Ich bin in Nebelwand und verstecke halt Bosse. Okay, da kommt der erste. Komm runter. Wir bräuchten eine Waffe mit sehr hoher Reichweite. Wow. So, und der Rest sollte kein Problem sein. Einfach anstürmen und... Okay, der will sich aber, wie es aussieht, nicht anstürmen lassen. Wow, der hat uns trotzdem getroffen. Aber leck mich. Ein Leuchtfeuer. Eine Statue blockiert den Weg. Alter, wie kriegen wir diese Dinger weg? Dann öffnen wir das halt. Verschlossen, leck mich doch. So, wir haben so viel Kraut. Vielleicht kann uns ein bisschen von diesem Kraut irgendwie zu nutzen sein. Ja, mit der Maus. Kettenwendung, stellt Zaubereinsätze, okay. Giftresistenz, Ausdauer, Regeneration. Nein. Senkt benötigt Willen eines Zaubers, okay. 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 Was ich aber kurz machen müsste, wäre mir dann doch kurz die Nase putzen. Verzeihung. Ah. Scheiß Allergie. Ah. Nichtsdestotrotz müssen wir weitermachen. Was steht hier? Fluch. Habe ich mir schon gedacht. Nur wo kriegen wir das Antifluch hin? Her. Noch haben wir nichts dergleichen. Leider. Ich weiß, wir kennen ja, ich weiß nicht, müssten wir schon kennen. Ach, hier hätten wir auch die Machete. Aber so kriegen wir gerade nicht viel angezeigt. Also wir haben nichts gegen Antiflu. Das ist doof. Aber da wir sonst hier alles jetzt gesehen haben. Ah. Bitte ein Antifluch, bitte ein Antifluch. Leck mich. Antifluch, Antifluch. Lebenssteine. Nicht, dass sie schlecht sind, wären. Aber trotzdem. Ich wusste es. Ich wusste es. Werden die Fässer explodieren alle? Hoffentlich schießen die auch nicht nach drin, wenn jetzt ein Boss kommt. So, kein Boss, Gott sei Dank. Ihr müsst jetzt... Ein Überfall! Überfall abgeschlossen. Überfall abgeschlossen. Überfall abgewehrt, wenn schon. Boah, jetzt holen wir uns die Pisser da oben. Die snacken wir mal schöne Runde weg. Ein Leuchtfeuer. Schnell, setz dich dran. Böse Kreaturen haben uns erwartet. Ah, das läuft also. Dann nehmen wir auch gerne einen Fall in Kauf. Müssen wir in dem Fall noch nicht mal. Ah, ich wollte blocken. Ich will gerne mal wieder backsteppen.
So wie jetzt. Oh Gott. Tut das gut, euch zu töten. Okay, aber da werden wir wahrscheinlich noch anders hinkommen können. Aber ein Leuchtfeuer. Ist mir das andere Leuchtfeuer schon fast egal. Beziehungsweise es ist mir egal. Große Seele der großen Seelen halt. Huschen wir mal runter. Wir könnten uns eigentlich auch mal Level up so. Oder Waffen verstärken. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir mittlerweile, um Waffen zu verstärken. Really, really rot shit, please. Was haben wir hier? Jemand, der uns mit seiner Armbrust auf die Eier gehen möchte. Jedenfalls hat er aber nicht lang genug dafür überlebt. So. Okay, drei Armbrustschützen. Haben die keinen Zweihänder? Naja, kann uns nur zugute kommen. Ich dachte gerade, der steht wieder auf. Gut, denn Dark Souls ist ja gemein genug, um so etwas zu machen. Und hier, vorsichtig. Menschen, bitte. Ah, so viel Menschlichkeit. Ja, ich werd die Dinger einfach weiterhin Menschlichkeit nennen. Oder Humanity. Weil es ist ja nichts anderes. Im Prinzip. Eine Erinnerung an unser einstiges Selbst. Doch was ist dieses einzige Selbst? Keine Ahnung. Da haben wir nämlich noch nicht gespielt. Das wollte ich gerade in Riem. Okay, jetzt sieht es langsam sehr nach Bossraum aus. Was ist das? Müssen wir das töten oder wird das jetzt ein Wettrennen? Okay, okay. Ich bringe es mal hier zum Trocknen. Wobei es hier scheinbar nicht reinkommt. Ach, falsch gedacht. Aber ist auch nicht schlimm. Okay. Okay, das haut rein, das haut rein. Das Vieh haut rein. Komm, mach irgendwas. Okay, einen Schlag schaffen wir, aber das war's auch. Saufen noch ein Stückchen. Boah, hat uns das wirklich noch erwischt. Wir sollten unsere Ausdauer regenerieren lassen. Und jetzt? Läuft doch. Tja, als bräuchten wir Hilfe. Da ist irgendwas, aber ich versuche trotzdem aufmerksam zu sein. Nicht, dass wir irgendwo... Habt ihr das gehört? Nicht, dass wir irgendwo reinfallen. Ah, da ist noch eins. Ich wette, davon gibt es jetzt jede Menge. Aber da jetzt jeder von denen in so einem Seitenraum nur war, denke ich mal, dass es sehr wahrscheinlich ist, ja, wir wurden trotzdem getroffen. Wow! Das war sehr unerwartet. Komm, komm. Nehmen wir das hier. Und regenerieren uns ein wenig. So. Okay. Aber jetzt. So, ein weiterer Gegner ist unter unserer Faust gestorben. So, wir müssen besser die Lebenssteine und Äste Flakons einteilen. So, das können wir jetzt nutzen. Die Äste Flakon, die sind zwar kostbar, beziehungsweise die füllen sich immer wieder auf. Jedoch müssen wir auch bedenken, dass die schnell regeneriert, also uns quasi sofort fast heilen. Und sind, glaube ich, auch die stärksten Dinger. Komm her.
schön vorsichtig. Ja, dann schaffen wir es auch. Unversehrt. Und so lange dauert es ja jetzt auch nicht. Und ein weiterer von unserer Sache. Ah, wir haben langsam schön viele Seelen. Da war doch was. Wieder so ein Stolperding. Aber nichtsdestotrotz. Verbannen sie. Töte sie. Haben getötet. So, hier ist irgendetwas. Ich gucke es mir erst an, ja. Also, okay. Die neuen Texte sind ja schon ganz geil. Was ist denn los? Öffnen, verschlossen. Naja, war ja irgendwie klar. Verschlossen, war ja klar. Können wir rüberspringen oder nehmen wir... Ah, komm. Wir nehmen einfach die Treppe. Wofür ist denn eine Treppe da, wenn nicht zum Benutzen? So, erstmal hier reingucken. Ebenfalls ein sinnloser Raum. Dieser Raum war zwar auch sinnlos, aber es hatte wenigstens etwas drin. Verschlossen. Okay, hüpfen wir dann direkt mal hier rein. Wow, 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 wow. Wow! Leute, seid mir nicht böse. Oh, aber ich habe gerade die Initiative an mich genommen. Aber wir konnten die Gefahr erfolgreich abwehren. Und das ist schon mal die Hauptsache. Ist hier dann schon drin? Pharaos Wahrheits... Was? Nee. Was war das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir übers Inventar und gucken mal. War das... Was ist das? Flakon verbrannt. Ein Leuchtfeuer. Stärkt das Flakon. Das ist gut. Ach so, ja. Ja, das können wir irgendwo wahrscheinlich reinstecken. Wir haben ja davon schon einige Dinger gesehen, dass wir sowas nicht öffnen konnten. Jetzt müssen wir nur noch das Richtige davon finden, wa? Okay, hier geht's hoch. Wahrscheinlich ist das hier irgendwie... Aha, ist immer noch verschlossen. Ich dachte, das könnte man jetzt wie so eine Art Shortcut nutzen, dass uns die Rascheldinger nicht angreifen. Das ist so schmal. Okay, da war jetzt ein bisschen doof. Ich möchte jetzt hier kaum käme etwas aus dem Wasser oder so. Dem scheint nicht so. Und hier verschlossen. Ist da auch was? Nein. Da ist etwas, aber da ist gleich schon. Verschlossen. Eigentlich könnte man doch da hochspringen. Mit ein bisschen Geschick. Aber nö. Schimmernder Lebensstein. Okay, ich würde mal sagen, dahinter befindet sich auf jeden Fall ein Boss. Das ist das typische Dark Souls-Denken. Dahinter muss ein Boss sein, weil da ist Nebel. Aber egal, wer uns da erwartet, wir werden ihn aufhalten. Oder töten. Oder egal, was er machen möchte, wir werden ihn töten.